Guten Morgen. Ja, am frühen Sonntagmorgen? Ja, warum mal nicht, ne? Kann man mal bringen. So, wir machen das heute mal ganz entspannt. So wie jedes Mal. Und gucken einfach mal, was der schöne Sonntagmorgen uns so bringt. Ich habe natürlich wie immer mein gesundes Mineralwasser dabei. Ja. Gleich mal ein Schlückchen. Ah, dieser frische Sonntagmorgen. Nein. So, und Kakao hier natürlich auch dabei. Der muss gleich mal angestochen werden. Moment. Kräftig, kräftig schütteln. Kurz mal das Ding hier gerade biegen. Und dann... Ah, angestochen. Ah, ja, 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 ja. So. Bisschen Knabberkram. Ist auch noch sogar übergeblieben. Ja, dann... wir hatten irgendwie vor, dass wir hier mal den Wald so ein bisschen verlängern wollen, größer machen wollen, wie auch immer. Oh, muss eben ganz kurz mal den Ton bei mir etwas höher drehen. Ach, jetzt höre ich mich auch. Audio selber müsste aber in Ordnung sein, da sollte sich, genau, das Aufnahmeaudio ist da unabhängig von, aber ich will ja hier auch was hören. Ja, der Wald ist ja top gewachsen. Das funktioniert ja super. Das wird uns wohl noch einige Folgen begleiten, bis wir das hier alles aufgebaut haben. Wir gehen erstmal hin und gucken mal, dass wir einmal die Baumfarm abholzen. Ja, so ganz optimal ist das nicht. Aber das passt schon. So, gucken wir doch mal. Das bleibt stehen. Gut, dann bleibt das auch. So, mal gucken, dass das ein bisschen... Muss ja auch nicht zu einfach sein. Warum auch immer der die nicht abbaut. Gut, wenn man dann aber Shift gedrückt hält, baut der ja trotzdem ein bisschen was ab. Ah. So ein bisschen... Oh, da kommt gleich der nächste Baum. Da auch, so. Und der letzte. Der ist doch auch neu gewesen. So. Und da hinten den auch noch weg. So. Meieiei. So. Und dann ist auch schon die Axt hinüber. Ein bisschen was hat's gebracht. Wir sortieren mal eben hier ein. Ich glaube, ich hatte schon mal überlegt oder gesagt, was man hier natürlich hier irgendwie das Ding anschließen könnte als Energiequelle. Ja, da müssen wir mal gucken. Dann haben wir dann... Oh je, da haben wir dann außen auch so ein bisschen ein Lager. Ah, und hier kurz mal per Hand. Geht natürlich auch, dauert halt entsprechend länger. Also theoretisch zumindest. Habe ich dann noch eine... Ich habe natürlich keine mehr dabei. Brauche aber schon sehr lange, ne? Ja, und die bleiben dann wie immer stehen. Muss man die auch noch eben kurz wegmachen. So. Und die übrigen Setzlinge, die investieren wir gleich mal in den Waldanfang hier hinten. Gucken wir mal hier einen hin, da einen hin. Da. Na, vielleicht. So, ja, das ist vielleicht auch zu nah dran.
Das ist natürlich auch Käse hier. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit den Setzlingen. Dann gehen wir mal eben wieder rein. Und gucken doch mal, was wir so an Zeug in der Kiste haben. Geht so, ne? Geht so, geht so, geht so, geht so. Keller war ja soweit, naja, mehr oder weniger ausgebaut. Zumindest hier so dieser vordere Bereich. Ja, die Schilder, keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Ja, wir gehen erstmal rüber. Ich brauche eine neue Axt. So geht das nicht. Natürlich nicht in Caps Lock. Und die Kaktusfarm. Ja. Irgendwann wächst er mal. So, dann. Wir haben ja keine mehr. Wir haben ja keine mehr. In der Zeugskiste, da müsste doch eigentlich noch irgendwo Eisen sein. Zinn. Ton, Ton, Ton. Zinn. Eisen, da ist Eisen. Und diesen Eisen, den brennen wir jetzt. Oh. Ja. Weißt du Bescheid? Schon ist er gebrannt. Das ging schnell. Ja. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Was habe ich denn mit dem ganzen Eisen gemacht? Wir brauchen auf jeden Fall... komm, machen wir mal 10 Stück. Machen hier wieder ein paar von. So. Wie so eine Technik. Und dann brauchen wir... 3 und eine Schaufel mache ich auch noch. Oh, da brauchen wir auch wieder welche von. 2, 3 und eine Nee. Einen habe ich ja noch. Ja. So. Zeugs. Rein damit. Der Tisch ist kaputt. Ja, der ist es immer. Der wird auch kaputt bleiben. Der hier ist schön. Den Eimer, den haben wir hier. Und dann geht das Ganze los. Jetzt habe ich das natürlich vergessen. Ihr müsst entschuldigen, es ist noch früh und ich bin gerade erst aufgestanden. Also geistig zumindest. So. Es muss ja alles 3 rein. Einmal. Und tun wir mal hier unten rein. Dann machen wir hier mal den Eimer hin. Dann können wir den nämlich immer schön auffüllen. So. 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 Und dann bringen wir das Ganze noch wieder in Form. Und dann schmeißen wir das Ganze mal in den guten Ofen hier hinten. Der Ofen, Junge, der Ofen. So, kurz brennen lassen. Ja. Geduld muss man haben. Ich betone ja immer wieder, wir nehmen uns einfach ein bisschen Zeit für dieses Spiel.
und gucken einfach mal, was passiert und wie lange es dauert und was dann da gemacht wird. Und naja, knack, knack, so. Wow, der ist ja richtig, richtig flott. Wächst das hier oder haben die einfach nur unterschiedliche Höhen und bleiben so? Das hier, guck mal hier, das ist auch nicht so ausgefüllt. Ne? Ach ja, ich wollte ja eigentlich mit den Kürbissen noch irgendwas machen. Ich habe natürlich nicht geguckt, wie die angepflanzt werden. Das heißt, wir haben auch weiterhin keine Kürbisse. Aber Tomaten haben wir. Und Tomatensalat machen. Gut, schon wieder Nacht. Meine Güte, die Zeit vergeht hier auch. Das ist ja unglaublich. So, Stagger reichen natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn sie gereicht. Wenn sie gereicht hätten. So. Hier. Eine davon. Und dann können wir hier eigentlich mal kurz mal eben ein bisschen umsortieren wieder. So. So. Schon ist umsortiert. Nom 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 nom. Nom nom nom. So. Das. Hier wird wahrscheinlich nie was wachsen. Da muss man, glaube ich, mal gucken, dass wir mal so ein bisschen künstliches Gras benutzen und dann wächst dann da auch was. Hallo, Kuh. Ah, ist so dunkel hier. Man könnte ja eine Fackel hinstellen, ne? So, ach hier, die Baumgrenze, die ist auch schon gewachsen. Na, die hätten wir hier eigentlich zumachen können. Und dann ist er hier auch schon wieder fertig. Ja, es geht ja. Ja, läuft, ne? Und den letzten hier auch noch. Und die lässt er hier immer? Nee, doch nicht. Oder? Doch? Ja, doch. Die lässt da immer stehen. Mein Inventar ist auch schon wieder voll. Wieso ist denn mein Inventar voll? Wie kann das sein, dass das Inventar voll ist? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ja, ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, aber hey, komm, was soll's. Hups. Das heißt, die Setzlinge. Ne, Setzlinge liegen hier nicht rum, ne? Ne, die hatte ich schon eingesammelt. Da. Was machen wir nur mit dem ganzen Holz? Man kann das doch irgendwie verbrennen, das Holz. Nur auch als Brennmaterial benutzen. Ach, ich Idiot, Inventar ist voll. Kiste ist auch voll. Verdammt nochmal. Dann würde ich mal sagen, die Kiste ist auch voll. Ich dreh durch. Da ist nichts weiter, was ich nehmen kann. Gut, okay. Und mal eben hier schnell einsammeln. Kann man. Gibt's ne. Ich überlege gerade, man könnte doch auch einen Generator. So ein betriebener Generator, wo man dann hier irgendwie. Hopsala. Wo man Brennmaterial reintut und da kriegt man dann Strom draus. Och. Den könnte man natürlich auch damit betreiben, ne? Das war. Diese ganzen Blätter für irgendwas Sinnvolles benutzen. Ja, die Kiste, die ist jetzt voll. Und die andere Kiste hier unten, da fangen wir dann nämlich gleich mal an. Da fangen wir gleich an, das einzusortieren. So, links Blätter, rechts Holz. Ah, passt rein. Links Blätter, rechts Holz. Und man könnte beide Kisten irgendwie anschließen und dann Strom machen. Und den Strom kannst du dann in Batterien speichern. Und man kann, glaube ich, auch abprüfen, ob die Batterien voll sind. Und wenn ja, dann wird der Generator angehalten.
irgendwie sowas könnte man natürlich machen. Schauen wir gleich mal. Ich forste erstmal wieder auf. So, zack, zack, zack. Zack, 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 pam. Alles voll so. Und die Baumgrenze, die machen wir, glaube ich, auch mal eben weiter. So. 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 Da. Da. Dahin. Dahin. Soll ja alles so dicht bewachsen sein nachher. Ich glaube, der wächst da so nicht. Der wächst hier. So. Auch alles noch nicht so viel gewachsen, ne? So, mit den beiden Setzlingen, mit den beiden letzten hier, da gehe ich mal eben nach hinten. Gucken wir mal, ob hier die Bäume schon hochspringen. Nein, tun sie nicht. Schade. Und dann machen wir zumindest hier hinten mal so ein bisschen mehr die Lücke zu. Das sieht ja auch scheiße aus hier, ne? Ich habe natürlich jetzt alles Holz gerade weggelegt. Sehr gut. Erde, Erde, Erde. So, links. Nee, Moment mal. Rechts Erde. Links Holz. Dann packen wir das nämlich hier rein und das packen wir hier unten rein. Dann haben wir das nämlich alles so auf einer Seite. Verstehst du? So, eins, zwei, drei. So, dann ist das ordentlich. So. So, rechts Erde, links die Blätter, hier links das Holz und rechts leer. So, zack. Dann gehen wir mal hier in das hässliche Ding und dann gucken wir nämlich mal nach. Pipe. Wir brauchen Pipes. Ganz viele Pipes. Und wir brauchen diese komischen Extractor-Geschüsseldinger hier. Die brauchen wir. Item-wise? Nee, Stack-wise brauchen wir, ne? Oh, Stack-wise. Obwohl, es geht eigentlich. Wir brauchen einen Meseblock. Einen Meseblock kriegen wir nicht auf die Schnelle. Das heißt, wir lassen das erstmal außen vor. Weil, verstehst du, ne? Wir brauchen... Das Blöde ist, ich kann mit meiner Mese-Dings hier, Baumod, das nicht machen, weil dann könnte ich mir unendlich Mese machen. Das ist nicht so eine gute Idee. Nee, nee, nee. Was man natürlich machen könnte, dieses Rezept hier, dass wir einen künstlichen Meseblock schaffen. Und dass das Rezept entsprechend angepasst wird, das, oder als zweites Rezept, dass man eben auch mit einem künstlichen Meseblock das machen kann. Kriegt man den irgendwie wieder? Nein, ne, der ist endgültig. Das wäre mal eine Idee. Gut, dann machen wir schon mal ein paar Pipes. Die können wir vielleicht... Nur einfach nur eine Pipe. Pneumatic Tube Segment. Plastic Sheet. Kriegt man aus Paraffin. Paraffin kriegt man aus Öl. Öl kriegt man aus Blättern. Bam, Junge! Blätter haben wir! So, bevor wir die ganzen Blätter alle verbrennen... Ach komm, ich nehme aus der Kiste oben. Hat den Vorteil, wir können bei der Baumfarm dann immer mal wieder dran gehen und die Kiste auffüllen. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Wir werden so viele Tubes brauchen, das glaubst du gar nicht. 3, 4, 5, 6. 200 Flaschen Öl. So, und dann war es brennen einfach nur, ne? Hinein damit, hinein damit. So. Geht das so schnell? Ja, es geht schnell. So, jetzt müssen wir natürlich warten, bis der ganze Scheiß gebrannt ist.
Währenddessen können wir hier im Keller vielleicht einfach mal noch eine zweite Ebene runterzimmern. Da kann man nämlich auch dieses Ding hier gut für nutzen. Weil für den Gang, ich hatte da ja schon mal Spekulationen eingestellt, was man da alles Schickes machen könnte. Vorher sollte ich vielleicht mal das Inventar ein bisschen bereinigen. In die Kiste genau, die wir gerade leer machen wollen. Da kommt jetzt der ganze andere Scheiß rein. So. Ach, alles voll. Weißt du Bescheid? Und ich schmeiß hier schon wieder Sachen weg. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Und das brauchen wir nicht. Da kriegen wir, glaube ich, genug von, aber die können wir mitnehmen. So. Steine Popeine, weißt du Bescheid? So, zack, zack, zack. Ja, brennt vor sich hin. Ja, ja, passt schon. Das passt schon. Bei der Gelegenheit kann man vielleicht kurz mal... Generator! Fuelfire, den meine ich hier. Diese Rezepte, ne? Diese Rezepte! Ach, das ist der High-Powered. Okay, gut, das ist der... MV, das ist der LV, wir brauchen den LV. Guck mal, da geht das dann schon wieder. Ein LV, den kann man bauen. Dann haben wir einen Stromgenerator, der mit Scheiße betrieben wird. Mit Biomasse betrieben wird. Oder hier schön Solarzellen. Ne? Kann man auch nochmal machen irgendwann. Ja. Habe ich auf dem Server schon mal gemacht. Irgendwie mein Dach mit HV-Solarzellen ausgestattet. Meine Güte, war das... zeitaufwendig und teuer. In dem Fall... Nee. Ich glaube, wir setzen hier mal voll auf Biomasse. Das blöde Ding, ey. So, dann müssen wir nämlich mal schauen, wie tief müssen wir denn hier reingehen. Wir wollen ja hier um die Ecke. Das heißt, das muss hier von hinten... Das ist genau, das ist von hinten so... Bedeutet, wir haben hier eine Dreierecke und dahinter, da gehen wir dann runter. Das wird sehr großzügig, würde ich sagen. Ja. Ist natürlich jetzt, wo es gerade sonnig wird, draußen hier im Dunkeln zu bauen, echt irgendwie so ein bisschen komisch. Weil es ist halt stockfinster, ne? Man sieht echt gar nichts. Auf YouTube wahrscheinlich sogar noch weniger. Weil ja YouTube aus irgendwelchen Gründen meint, es wäre sinnvoll, das Videobild dunkler zu machen. Oder beim Konvertieren in deren Anzeigeformat, dass das da irgendwie dunkler wird. So, bei der Gelegenheit können wir diesen breiten Dreiergang auch gleich mal hier reintricksen, dass das nur noch ein Vierergang, dass das nur noch ein Dreiergang ist. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja. Oder wir machen, nee, wir machen auch einen Vierer, das ist schon okay. Es ist ja nur für hier, um runterzukommen. Also von daher. So. Lass uns gleich mal schauen, wie weit wir denn da runtergehen. Theoretisch haben wir ja unsere Breite, wie weit wir runtergehen. Ja. Die Breite, sag ich. Die Tiefe ergibt sich ja dadurch, dass wir hier auch schon eine Decke drin haben. Und da können wir uns zu Anfang wohl erstmal dran orientieren. Wenn man aber sehen kann, ne? Ich grab hier erstmal kurz rein und dann. Ah, okay, wir müssen noch eins tiefer. Zumindest ein bisschen Licht. Tja, das war eine beste Idee irgendwie jetzt. Ach, guck mal, da ist zu Ende. Bei dieser Helligkeit jetzt Dinge zu tun, da ist glaube ich auch zu Ende, ne? Ja, da ist auch zu Ende. Das heißt, der untere Keller wird größer, weil hier so eine Stufe runter, das sieht halt komisch aus. Wir machen hier erstmal ein bisschen weg. So. Was wir dann hier unten reinbauen? Keine Ahnung, da müssen wir mal gucken. Erstmal hier. So.
würde mich halt schon gerne grob daran orientieren, was denn hier die Größe ist. Was hier natürlich nicht geht. Oder andererseits, wir scheißen einfach darauf, wie groß hier dieser Keller ist und bauen einfach einen eigenen neuen Keller. Ich meine, jetzt sind wir ja unter der Erde. Das heißt, jetzt können wir ja tief bauen und komisch bauen, wie wir... wie wir wollen. Das mache ich, glaube ich, auch. Aber vorher mache ich mir erstmal einen Hammer. Oder vielleicht zwei oder drei. Mal gucken, wie weit wir damit auskommen. Oder dann spare ich mir nämlich hier Cobblestone pflanzen zu müssen. So. Und schon haben wir Cobblestone gespart. Gut, hier kommt sowieso einer rein. Da oben. Ah, wir gehen dann hier um die Ecke und da, wo es dann runter geht, geht es dann halt runter. So. Dann gehen wir hier auf der Ebene, da ist dann... Was wir hier wegmachen. Ja, da ist, auf der Ebene ist dann das Dach, die Decke und hier ist dann der Keller. Das ist doch wunderbar. Dann machen wir das hier nämlich kurz mal weg. So, dann haben wir nämlich schon mal unsere Vorbereitungsfläche hier auf der Höhe. Und wir haben auch gleich unsere Höhe, wie wir hochgehen können hier. Wollen wir gleich mal gucken. Es war keine gute Idee. Ich hätte irgendwas Oberirdisches anfangen sollen. Andererseits habt ihr so dann auch mal ein bisschen Licht. Das ist doch auch mal schön. Dann kann man zumindest mal was sehen in der Höhle. Beziehungsweise unter der Erde. So, der untere Keller. Mal gucken, wie groß wir den tatsächlich machen später. Immerhin geht das mit der Hacke schnell. Da, 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 da. So, ach guck mal, hier sind wir auch schon am Rand, ne? Meieiei, das ging aber hier jetzt ratzfatz. Dann machen wir hier nämlich jetzt mal wieder zu. Wofür man den Keller hier unter dann nämlich nutzen kann, ist nämlich ganz wunderbar die ganze Technik. Da kann man dann nämlich echt mal Generatoren hinstellen und Filterfunktionen hinstellen und irgendwelche Dinge, die irgendwas konvertieren, hinstellen und Autocrafter hinstellen und alles, die Generatoren hinstellen. Also mehrere oder ein, mal schauen. Batterien natürlich. Letztendlich alles, was wir hinten da mit der Wasserturbine schon gemacht haben, in ähnlicher Form kann man hier natürlich auch machen. So. Mal eben schauen, wie wir dann tatsächlich runtergehen. Hier wäre dann Treppen. Ich baue schon mal Treppen hin. Oh, bei der Gelegenheit kann man eben ganz kurz gucken, ob denn hier das dann schon... Es ist schon durch, sehr schön. Dann schmeißen wir gleich die zweiten 100 Flaschen auch gleich rein. So. Und hier machen wir dann mal Treppe runter, Treppe runter.